Herzlich willkommen zu unserem Tutorial. Wir möchten Ihnen mit diesem Video das Daria.de Repository als Teil der Datenföderationsarchitektur von Daria.de vorstellen. Mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einspielen von Daten über den Publikator begleiten wir Sie durch den Publikationsprozess Ihrer Forschungsdaten. Ganz allgemein vorweg, das Repository ist ein kostenfreies Angebot. Die Angebote von Daria.de richten sich an Geistes- und Kulturwissenschaftlerinnen, die mit digitalen Ressourcen und Methoden arbeiten und unterstützen sie in Forschung und Lehre. So bietet Daria.de eine digitale Forschungsinfrastruktur an und entwickelt Materialien für Lehre und Weiterbildung in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Daria.de ist Teil des Europäischen Konsortiums für Forschungsinfrastruktur Daria-ERIC. Zunächst gibt's ein paar Worte zum Umgang mit Forschungsdaten bei Daria.de, bevor wir uns dann dem Repository selbst widmen. Anschließend schauen wir uns den Publikator an. Mit diesem Werkzeug können Sie Ihre Daten ins Repository laden. Zu guter Letzt präsentieren wir Ihnen außerdem eine Übersicht der wichtigsten Links und weiteren Informationen. Wenn wir bei Daria.de über das Publizieren von geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsdaten sprechen, so verstehen wir darunter all jene Quellen und Ergebnisse, die im Kontext einer geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsfrage gesammelt, beschrieben, ausgewertet und erzeugt wurden und in maschinenlesbarer Form zum Zweck der Archivierung, Zitierbarkeit und zur weiteren Verarbeitung aufbewahrt werden können. Die Nutzungsmöglichkeiten der Daria.de Datenföderationsarchitektur sind also breit gefächert und bieten neben der Vergabe von Persistent Identifiers, also zum Beispiel einer DOI, auch die Langzeitdatenspeicherung ohne Formatbegrenzung. Dies ist zum Beispiel besonders dann von Vorteil, wenn etwa eine kulturelle Einrichtung ihre digitalisierten Sammlungen langfristig verfügbar und auffindbar halten möchte. Das Daria.de Repository ist als Open Access Forschungsdatenarchiv seit Dezember 2017 produktiv und wird beständig weiterentwickelt. Es gibt zwei Möglichkeiten für die Nutzung des Repository. Zum einen mit einem aktiven Daria-Account. Wenn Sie noch keinen Account haben, können Sie diesen über unseren Registrierungslink mit Ihrer institutionellen E-Mail-Adresse einrichten. Davon abweichende Anfragen werden individuell bearbeitet. Die zweite Möglichkeit ist ein Zugang über die DFN-Infrastruktur mit Ihrem institutionellen Account, sofern Ihre Einrichtung daran teilnimmt. Dies wird durch die Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur, kurz AAI, ermöglicht. Sie unterstützt ein fein abgestuftes Rechtemanagement und sichert Ihnen somit den sicheren Umgang mit Ihren Daten zu. Die Publikation im Repository ist sowohl über das leicht zugängliche Interface des Publikators möglich, als auch über Programmierschnittstellen. Sie können Ihre Daten im eigenen Bereich so lange vorbereiten, wie Sie möchten, ohne dass diese öffentlich sichtbar sind. Erst nach der Veröffentlichung werden die Daten unwiderruflich frei zugänglich. Einmal publizierte Daten können frei heruntergeladen werden. Darüber hinaus legen Sie die Art der Nutzung in den Metadaten durch die Vergabe der Lizenzen fest, zum Beispiel durch Creative Commons Lizenzen. Eine besondere Leistung des Daria.de Repository ist zunächst die eindeutige und dauerhafte Referenzierung und Speicherung. Das heißt, dass Ihre Daten mit der Veröffentlichung automatisch persistente Identifier, nämlich DataCite DOIs und EPIC2 Handle PIDs erhalten. Alle im Repository verfügbaren Daten müssen mit notwendigen Metadaten beschrieben werden. Hierfür liegt das Metadatenschema Dublin Core Simple zugrunde, weil nur wenige Pflichtangaben erforderlich sind und es somit schnell und einfach auszufüllen ist. Zusätzlich zu Ihren Daten stehen auch die eingetragenen Metadaten nach der Veröffentlichung auf sogenannten Landing- und Indexseiten zur Einsicht, Referenzierung und zum Download zur Verfügung. Die Datensicherheit und langfristige Archivierung werden dabei durch Backups gewährleistet. Nach diesem Überblick über das Repository kommen wir nun zum Publikator. Der Publikator ist ein Werkzeug zum Einspielen Ihrer Daten ins Repository. Wir sehen hier die Startseite des Publikators, auf der Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche Neue Kollektion anlegen, sofort mit dem Einspielen Ihrer Daten beginnen können.
Der Publikator ist ein Werkzeug, das das Einspielen von Daten über eine Benutzeroberfläche erleichtert und die Veröffentlichung ihrer Daten sicher und gezielt vorbereitet. Außerdem führt es den Nutzer Schritt für Schritt durch den Prozess bis zur persistent referenzierbaren Veröffentlichung. Dabei werden wir nun gemeinsam folgende Schritte durchlaufen: Das Anlegen einer Datensammlung, die im Publikator als Kollektion bezeichnet wird, das Auszeichnen der Kollektion mit Metadaten, das Hochladen von Dateien und Auszeichnen dieser Dateien mit Metadaten, das Sortieren der Dateien innerhalb der Kollektion und abschließend das Publizieren der Kollektion. Bevor Sie mit der Arbeit im Publikator beginnen, lohnt sich ein Blick in die Dokumentation. Hier finden Sie detaillierte Informationen zur praktischen Nutzung des Publikators sowie technische Hintergrundinformationen. Um dann mit dem Publikator zu beginnen, klicken Sie einfach auf diesen Schriftzug, daria.de Publikator. Darüber gelangen Sie auf die Login-Seite und schließlich zum Tool selbst. Wir werden in unserem Tutorial im sogenannten Workshop-Modus arbeiten. Das heißt, unsere Beispielkollektion wird nur auf dem Testserver von daria.de gespeichert. Einen Link zum Workshop-Modus und somit zum Testserver zeigen wir am Ende des Videos. Nun sind wir also beim Publikator angekommen. Mit einem Klick auf Neue Kollektion anlegen, kreieren Sie eine neue Kollektion. Das heißt, Sie können Ihre zur Publikation ausgewählten und vorbereiteten Daten übersichtlich organisieren, indexieren und schließlich dauerhaft veröffentlichen. In unserem Tutorial arbeiten wir mit einem Beispieldatensatz, bestehend aus nur einer Word- und einer Textdatei. Sie können jedes beliebige Dateiformat bis zu einer Größe von 4 GB pro Datei hochladen. Bei größeren Datenmengen können Sie sich an den Helpdesk wenden. Wenn wir also nun auf Neue Kollektion anlegen geklickt haben, wird uns die Eingabemaske des Publikators angezeigt. Hier geht's dann an die eigentliche Arbeit. Hier rechts können Sie Ihre Dateien einpflegen. Hier können Sie sowohl Ihre lokal abgespeicherten Dateien hochladen, als auch auf Cloud zurückgreifen. Bevor wir allerdings Dateien hochladen, zeichnen wir unsere Kollektion mit beschreibenden Metadaten aus. Hier sind 3 Felder obligatorisch: der Titel, die Schöpferin bzw. Urheberin sowie die Rechteverwaltung. Wählen Sie einen möglichst eindeutigen Titel, der die gesamte Datenkollektion beschreibt. Sie können, das zeigt das Pluszeichen hier, auch mehrere Titel eingeben, um beispielsweise mehrere Sprachen zu verwenden. Als Schöpfer gilt dabei dann die Person, die die Daten zusammengestellt, bearbeitet und veröffentlicht hat, also in der Regel Sie selbst. Wenn es bei der Datensammlung noch weitere Urheber gibt, zum Beispiel Projektmitarbeiter oder Künstler, können Sie diese in weiteren Feldern angeben. Wählen Sie für die Rechteverwaltung am besten eine Creative Commons Lizenz. Die Auswahl haben wir hier im Infofeld verlinkt. Um ein Beispiel zu geben, für unsere Testkollektion wähle ich nun den Titel Tutorial Test. Als Schöpferin bzw. Schöpfer lege ich die Tutorial-Person fest, da ich diesen Datensatz kreiere. Für die Rechteverwaltung gilt, im Regelfall wird für bereits vorhandene Werke die Public Domain Mark angegeben. Da kann man dann auch die Abkürzung PDM eintragen. Wir empfehlen außerdem zusätzliche optionale Metadaten einzutragen. Die kann man sich mit dem Klick auf diese Schaltfläche anzeigen lassen. Zu den Kategorien zählen beispielsweise Mitwirkende. Wie wir bereits gesehen haben, ist nicht jede Kategorie in ihrer Bedeutung intuitiv verständlich. Über das Infozeichen hier bekommen Sie Informationen zu den jeweiligen Kategorien. Diese sind in Beschreibung, Kommentar
und Hinweis aufgeteilt, wobei der Hinweis immer ein Beispiel enthält, an dem Sie sich dann für Ihre eigenen Metadaten orientieren können. Mit einem Klick auf das Pluszeichen, das haben wir eben schon gesehen, können Sie jedes Metadatenfeld vermehren und Zusatzinformationen angeben. Sie können also beispielsweise weitere Rechteangaben machen, hier oben. Denn mit der Auszeichnung unserer Dateien, unserer Daten, schaffen wir Metadaten. Das sind neue Daten. Und da müssen wir dann die entsprechende CC-BY-Lizenz angeben. Grundsätzlich gilt, je mehr Metadaten Sie angeben, desto informativer wird Ihre Kollektionsbeschreibung. Außerdem sehr wichtig, die Metadaten müssen ordentlich geprüft sein, damit man keine Falschangaben macht. Nun zurück zum Hochladen der Dateien. Ich wähle von meinem Local Hard Drive aus meinem Ordner Tutorial Kollektion zunächst die eben schon angekündigte Word-Datei aus. Wir können hier sehen, dass unsere Datei hochgeladen wird und sehen außerdem jetzt hier links die Baumstruktur, die uns eine Übersicht über unsere Kollektion gibt. Genau wie in der Kollektion eben selbst zeichne ich auch meine neu hochgeladene Datei mit Metadaten aus. Für unser Beispiel heißt das, dass ich nun unsere Datei hier angeklickt habe und ebenfalls die obligatorischen Metadaten eintrage. Der Titel wurde automatisch vom Dateinamen übernommen und als Schöpferin und Rechteverwaltung trage ich dieselben Informationen wie eben ein. Das war also die Tutorial-Person und hier die PDM. Wir sehen hier unten außerdem in dem Metadatenfeld Format, dass die technischen Metadaten automatisch extrahiert wurden. Genau dieses Prozedere kann für beliebig viele Unterkollektionen wiederholt werden. Diese erscheinen dann, wie die einzelnen Dateien, in der Baumstruktur. Das Einspielen der Dateien funktioniert genau wie zuvor gezeigt. Wir laden eine Datei hoch, machen das nochmal. Wenn wir hier uns eine Unterkollektion erstellen, wird uns hier angezeigt. Die benennen wir dementsprechend Unterkollektion Tutorial Test. Hier ist wieder die Testperson und hier wieder das PDM. Genau, alles abgedeckt und jetzt laden wir hier unsere eben angekündigte Textdatei hoch. Es geht furchtbar schnell, weil es sich um eine sehr kleine Datei handelt und sie wird uns jetzt hier nicht direkt angezeigt, aber mit einem Klick auf den kleinen Pfeil hier sehen wir die nächste Ebene in unserer Baumstruktur. Können hier den Tutorial Test 2 anklicken und geben wieder unsere Metadaten ein. Fürs Erste sind wir also mit dem Einspielen und Beschreiben unserer Dateien fertig. Und wir können zum Publikationsprozess übergehen. Wir müssen hier auch nicht extra auf Speichern oder Ähnliches klicken. Das wird automatisch gemacht. Und wenn wir hier zurück zur Übersicht gehen, sehen wir gleich auch, dass dieses Speichern funktioniert hat. Genau, hier haben wir nochmal die grundlegenden
Metadaten und Informationen über unsere Kollektion und können nun auf Kollektion publizieren klicken. Wir werden nun noch einmal gefragt, ob wir sicher sind, dass wir keine Falschangaben gemacht haben und die Rechte besitzen. Wenn Sie dem und auch den AGBs zustimmen, steht nun der Publikation Ihrer Kollektion nichts mehr im Wege. Je nach Größe der Kollektion kann der Publikationsvorgang einige Minuten in Anspruch nehmen. Es ist bei unserer kleinen Kollektion jetzt hier davon auszugehen, dass das sehr schnell geht. Genau, jetzt können wir hier den Fortschritt beobachten. Wir sehen hier außerdem schon, dass unsere Kollektion die DOI bekommen hat, zur persistenten und eindeutigen Referenzierung. Und eine kleine Gratulation, dass unsere Kollektion erfolgreich veröffentlicht wurde. Wir können uns unsere Kollektion nun im Repository anzeigen lassen. Wir sehen direkt die DOI, die die Kollektion erhalten hat. Über die Schaltfläche Download können wir die deskriptiven Metadaten der Kollektion herunterladen. Um die in der Kollektion und Unterkollektion vorhandenen Dateien herunterzuladen, müssen die jeweiligen Links, die hier unter Content aufgeführt sind, angeklickt werden. Wir kommen hier also zum Beispiel zu unserer Doc-Datei, das sehen wir hier, und sehen, dass sie ebenfalls hier ihre eigene DOI bekommen hat. Mit einem Klick auf Download können wir nun auch diese Datei herunterladen und nicht nur die deskriptiven Metadaten. Wir sehen hier außerdem unsere eingetragenen Metadaten, also zum Beispiel den Creator und die Rights, die Rechte. Und sehen außerdem, dass das Datum, die PEDs, die sehen wir hier, und das Format automatisch generiert wurden. Neben einem Zitationshinweis, der hier aufgeführt ist, gibt es außerdem noch den Link zurück zur übergeordneten Kollektion. Wenn wir also hier draufklicken, sehen wir, dass wir dorthin zurückkommen, woher wir gerade gekommen sind. Wenn wir nun zu unserer Übersichtsseite im Publikator zurückkehren, sehen wir, dass wir unsere publizierte Kollektion auch in der Collection Registry aufrufen können. Die wird jetzt hier geladen. Und wenn wir einmal hier schauen, sehen wir die letzten publizierten Kollektionen. Ganz oben steht unsere. Die klicken wir nun an. Unsere für die hochgeladenen Dateien eingetragenen Metadaten tauchen auch hier wieder auf. Zusätzlich können wir nun aber die Kollektion an sich mit weiteren Metadaten beschreiben. Also zum Beispiel um eine Sprache erweitern. Das können wir hier tun. Wir können außerdem Kontakt- und Akteursinformationen eintragen. Und wie wir insgesamt sehen können hier in der Übersicht, ist, dass die Möglichkeit zum Eintragen von Metadaten ziemlich vielseitig sind. Und um detaillierte Informationen und Nutzungshinweise zu eben diesen Metadaten zu geben, empfehlen wir Ihnen ein weiteres Tutorial, an dem wir aktuell arbeiten. Ganz allgemein an dieser Stelle wollen wir auf die Identifikation und Administration hinweisen, weil wir hier sehen können, dass sowohl der Kollektion als auch Versionen IDs zugeordnet wurden. Wenn wir nun zur Übersicht im Publikator zurückkehren,
sehen wir, dass wir unsere hochgeladene Kollektion auch in der Collection Registry anschauen können. Wir haben hier eine kleine Übersicht der Collection Registry und sehen die letzten Aktivitäten. Und das neueste Projekt, die neueste Kollektion ist unser Tutorial-Test. Unsere für die hochgeladenen Dateien, also im Publikator, eingetragenen Metadaten tauchen auch hier wieder auf, beispielsweise der Titel. Zusätzlich können wir nun die Kollektion an sich mit weiteren Metadaten beschreiben, also beispielsweise eine weitere Sprache hinzufügen oder auch Kontakt- und Akteursinformationen eintragen. Wie wir hier links in dem Kasten sehen, sind die Optionen weitere Metadaten für die Kollektion, also nicht für die Dateien in der Kollektion, sondern die Kollektionsbeschreibung als solche anzureichern, sehr vielseitig und vielfältig. Auf detaillierte Erläuterungen dieser Optionen wollen wir an dieser Stelle verzichten. Wir wollen aber nochmal darauf hinweisen, dass wie im Publikator auch, die Grundregel sozusagen gilt, dass je mehr Metadaten gewissenhaft eingetragen werden, desto informativer wird Ihre Kollektion für Nachnutzende. Wenn Sie also über diese Möglichkeiten noch weitere Metadaten zur Kollektionsbeschreibung eingetragen haben und diese dann speichern wollen, können Sie einfach auf Speichern und Veröffentlichen klicken. Der Publikationsprozess auch in der Collection Registry ist hiermit abgeschlossen. Kollektionsbeschreibungen können auch im Nachhinein weiterhin bearbeitet werden, und zwar nicht nur von Ihnen selbst, die Sie die Kollektion angelegt haben, sondern auch von anderen Nutzenden. Nachdem wir nun also erfolgreich durch unseren Publikationsprozess gegangen sind, haben wir hier, wie eingangs angekündigt, noch einmal alle für staria.de Repository wichtigen Links zusammengestellt. Bei Fragen können Sie sich jederzeit per Mail bei uns bzw. unserem Support-Team melden. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und hoffen, dass wir Sie mit weiteren daria.de Angeboten abholen können.